Dann habe ich den Parkplatz gesehen. Und dann habe ich gedacht, du schaffst das nicht. Aber du darfst nicht umdrehen, wieder dich krank melden. Du musst jetzt auf die Arbeit gehen. Hier, entweder sagst du jetzt, du fährst zum Arzt und drehst um. Ja. Oder du trinkst jetzt eine Dose. Aber Ja. das erinnert mich so ein bisschen an diesen Tick, so an diesen Drogenpsychose-Tick. Das war nicht immer das Körperliche, weil in der Pause wäre ich dann ja auch vielleicht wieder in die Dose holen gegangen. Aber dieses mich verstecken Ja, wollen, dank verstehst dir, du? Buddy, da bin ich völlig bei dir. Mich hat zum Schluss, Marius, ich denke, da sind wir uns ähnlich, mich hat zum Schluss die Psyche auch fertig gemacht. Ich schwöre, keinen Bart, nur so einzelne Härchen. Und wenn ich immer was gespürt habe, ah, da ist wieder was nachgewachsen. Und dann habe ich das hier so rausgezogen. Das sah so schlimm aus. Rauchen Crack und sofort nachdem der erste Hit drin ist, fangen die an, eine Stunde lang ihre Umgebung abzusuchen, ob irgendwo ein Crack-Päckchen liegt, weil irgendwann in ihrem Leben hatten sie mal eins gefunden. 5 Liter Bier plus mindestens 1,5 Liter Whisky. So, das war so die Spitzenzeit gewesen. Und das hast du ja dann auch auf den Kater getrunken. Ja, das ist jetzt mal eine schöne Diskussion. Ja, Verdient dieses Bier, was man dann trinkt, das erste Bier im Hangover, so könnte man es auch mal sagen, verdient es den Titel Konterbier? Oder ist es Bullshit? Wann machst du Frühstückspause? 9 Uhr? Weißt du? Ja. Das Gute war, das war weit genug von meinem Wohnort entfernt, dass ich zumindest mal, aber immer diese Angst, dass da auch jemand von der Arbeit gleich kommt. Bin ich völlig bei dir. Es gibt für jeden die perfekte Droge. Es muss nicht Alkohol, es muss nicht Crystal sein. So, jetzt fährst du zur Arbeit. Du ziehst dich jetzt an. Ich bin mich angezogen, habe mich ins Auto gesetzt, bin losgefahren, habe auf die Uhr geguckt. 5:30 Uhr, okay. Ich fahre nach Tankstelle vorbei und denke mir, schaffst du das? Grüß dich. Hi Sebastian, grüß dich. Grüße in die Runde, hi. Genau. Schön, dich zu sehen und zu hören. Es ist ja immer selten bei mir, dass ich Leute sehe. Echt? Machst du sonst immer ohne Bild? Oh, das zeigt, dass du meinen Kanal nicht regelmäßig schaust. Und ja, natürlich, also die meisten Streams, also 80% würde ich fast sagen, sind ohne Kamera, ja. Es ist ja nur Audio. Ehrlich? Ja. Also dann habe ich zufällig, also in der Tat, ich habe jetzt nicht alles geguckt, also sehr weniger, aber die ich gesehen habe, waren alle mit Bild gewesen. Die letzten waren, also wenn man so bei den Uploads schaut, oben die erste Leiste, kennst dich ja auch aus, Ja, dann waren viele da mit Bild, da hast du schon recht, genau. Aber obwohl Peter, also wo wir auch gerade uns unterhalten hatten, genau. war ohne Bild. Also mit dem mache ich das alles ohne Bild, das ist anonym. Und darum freue ich mich eigentlich immer so, umso mehr, dass Leute mit Bild und gerade so ein gut aussehender Typ wie du hier auf meinen Kanal kommen. Danke, Meine ich danke. ernst, meine ich ernst. Geht's dir gut, mein Lieber? Ja, mir geht's gut. Ist natürlich, eigentlich mache ich ja immer 19 Uhr Streams. Und heute ist es halt 20:30 Uhr. Aber passt irgendwie auch, freue ich mich drauf. So, ich würde jetzt mal bitten, ich habe jetzt einfach Bock ins Thema einzusteigen. Jo, Ja? machen wir. Genau. Fass mal bitte auch für die Community zusammen, wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben? Ich habe da noch Erinnerungen, aber ich möchte, kannst du, gib dir das jetzt, ja? Genau. Wir sind stehen geblieben. Also ich habe es mir jetzt auch nicht mal, aber ich weiß es noch ganz gut, weil du hast was nämlich was Schönes gesagt. Das war die Zeit gewesen, wo ich also wo sich meine Alkoholsucht so zugespitzt hat, quasi, dass ich nur noch trinken konnte, nichts mehr essen konnte, mich nur noch übergeben habe, Galle erbrochen habe oder man muss es so sagen, da kam ja irgendwann nichts mehr. Das heißt, es hat sich so angefühlt, dass mein Magen rauskommt und das die ganze Zeit. Ich habe nichts mehr zu mir genommen, nur noch im Bett gelegen, nicht mehr vor die Tür gegangen. Und in diesem Zustand, da hast du nämlich was Gutes, also was Zutreffendes gesagt, sagen wir es mal so, weil ich gesagt habe, ich bin zum Rauchen noch nicht mal mehr auf den Balkon gegangen, sondern habe im Bett geraucht. Und hast du gesagt, oh, scheiße, Mann, du hast dich eigentlich aufgegeben. Das hast du gesagt, das weiß ich noch. Habe ich mir gedacht, ja, Na, weißt du, im Prinzip schon. was mir so durch den Kopf geht, wenn man dich heute so sieht, auch so, was du für ein Typ bist und auch ja, fancy und gestylt, kann man sich das ja gar nicht mehr vorstellen. Sahst du damals anders aus? Also hat man dir den Alkoholmissbrauch angesehen? Also zu der Zeit ja. Also Ja. es ist nicht so, dass ich irgendwie, ja, also guck mal, du musst dir auch mal vorstellen, wenn jemand mit 25 so ist, dann siehst du das im Gesicht nicht so, dass du dann so eine, ich sag jetzt mal so ganz salopp, so eine Kartoffelnase bekommst mit roten Äderchen Ja. und so, wie man sich das vorstellt und hier irgendwo überall rote Punkte und so. Das heißt, wenn, also du hast das, ich sag's mal so, wenn ich ein Hoodie angehabt habe, sodass du meine Körperstatur nicht gesehen hast Ja. und nicht unbedingt mit mir geredet hast oder sowas, ne, sondern mich nur so gesehen hast, hättest du es nur an den Augen gesehen.
Die nicht waren irgendwie so am Hautbild oder irgendwie, dass ich eingefallen war oder rot irgendwas hier hat oder so, gar nicht. Ne? Nur die Augen, die waren halt immer so gläsernd, so leer, so rot unterlaufen auch gewesen. Ne? Ich hatte eigentlich nie weiße, diese, wie nennt sich das denn, dieses Weiß in den Augen, hatte ich eigentlich nie weiß gehabt. Ja. Im Prinzip, weil ich immer auch durch das Erbrechen, ich habe mich ja mehrfach erbrochen und dann dadurch quillen die Augen auch so auf und sowas. Ah, ne? Ja, genau, da also, platzen die Äderchen in den Augen und so. Genau, genau. Und die sind andauernd rot gewesen, mal mehr, mal weniger. Also daran hast du das gesehen. Aber wenn ich eine Sonnenbrille auf hatte, konnte ich das halt kaschieren. Ne? Ja. Ich habe dann auch richtig, das ist so auch ein bisschen makaber, aber du guckst auch, woran wird man dir das ansehen, wenn du jetzt rausgehen musst, irgendwas holen musst, was musst du überdecken? Ja. So, du guckst, du betrachtest, also ich habe mich schon so betrachtet, dass ich geguckt habe, okay, woran sieht man das? Was muss ich alles kaschieren sozusagen? Und dann Hoodie, Sonnenbrille war Standard gewesen. Aber ich meine, danke, dass du das sagst. Ich kann mir das selber kaum vorstellen. Leider, ich habe nämlich vorm Stream auf der Autofahrt von der Arbeit hierher drüber nachgedacht und habe überlegt, ey, heute, ich weiß gar nicht, ob ich das schade finde. Keine Ahnung, ein bisschen schwer einzuschätzen, ob ich ein Bild, weil ich habe kein Bild von der Zeit. Ich habe in diesen 2 Wochen kein Foto. Ich habe ein Smartphone gehabt, das weiß ich. Ich habe schon ein Smartphone gehabt. Mein erstes Smartphone war das gewesen. Ich hätte ein Selfie machen können. Weder von diesen 2 Wochen noch von der Klinik, weil ich es irgendwie nicht wollte. Aber jetzt, so rückblickend nach 10 Jahren, würde ich es gern haben. Und was ich auch hatte, ich habe jetzt nicht den wildesten Bartwuchs, wie du siehst, ja, aber ich habe durch diese permanente Nervosität und Trinken im Bett, habe ich meinen Bart rumgezupfelt. Die ganze Zeit. Ein Haar rausgerissen. So, ja, ein Haar rausgerissen. So, okay. Augenbrauen gerissen. Hier Bart, gerissen. Also ich hatte auch keine Form drin. Das ist einfach gewachsen. Also hier wächst eh nicht viel. Und hier gezogen und da gezogen. Und ich hatte zum Schluss, ich schwöre, keinen Bart, nur so einzelne Härchen. Und wenn ich immer was gespürt habe, da ist wieder was nachgewachsen. Und dann habe ich das hier so rausgezogen. Das sah so schlimm aus, richtig schlimm. In der Entzugsklinik habe ich das dann gesehen. Da habe ich mir das mal abgrasiert, dass das anständig nachwächst. Aber daran hast du halt auch gesehen, wenn du mich kanntest, dass das abgefuckt aussah, halt mit dem Bart zum Beispiel. Na, ich kenne das, es gibt ja auch so bei Leuten, die so, also ich habe da mal so eine Doku gesehen, also die so Kokain fixen, dass die dann sofort, sobald der Schuss reinknallt, in so einen Tick reinkommen, dass sie sich Pickel ausdrücken müssen. Ja, eine halbe Stunde lang müssen die sich Pickel ausdrücken oder halt, hartes Deutschland war das so eine Szene, weißt du, oder rauchen Crack und sofort nachdem der erste Hit drin ist, fangen die an, eine Stunde lang ihre Umgebung abzusuchen, ob irgendwo ein Crack-Päckchen liegt, weil irgendwann in ihrem Leben hatten sie mal eins gefunden. Weißt du? Das ist krass. Ja, aber das erinnert mich so ein bisschen an diesen Tick, so an diesen Drogenpsychose-Tick, weißt du? So mit diesem... Das ging auch so in die Richtung. Ich kann dir noch nicht mal sagen, ob mich das wirklich beruhigt hat. Weil ich habe mir eingebildet, ich weiß es gar nicht, aber ich musste das machen. Na, du hast was zu tun, letztendlich, auch wenn nicht mehr viel los war. Richtig. Und das war das gewesen. Und das war, ich habe dann angefangen, auch andere Härchen hier am Körper zu suchen. Ich habe nicht so viel Behaarung, ich habe keine Brustbehaarung. Aber irgendwo findest du immer und habe die da rausgezogen. Immer Haare rausgezogen. Die lagen dann überall rum und so. Ey, krass, der Shit interessiert mich, weil das ist, und das mag ich jetzt auch an dir, weil das ist einfach wahrhaftig, das ist das ganze Potpourri von Sucht und ich mag nämlich immer nicht diese geschönten Ausstiegsgeschichten so ein bisschen, wo es eben alles so blitzeblank ist und einen Monat Glass, danach ging es mir wieder besser und es war alles wie vorher. Ja. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Und was ich immer, was ich gemacht habe, ich weiß nicht, ich kann die nicht erklären rationell. Also ich habe keine Ahnung, ich kann das nicht erklären. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du hast, deine Haare rausziehen, aber manchmal, wenn du dir so ein Haar rausziehst, das habe ich dann festgestellt, weil manchmal blutet das dann. Ja. Dann habe ich geguckt, da war so eine Wurzel dran. Und dann dachte ich mir, krass, eine Haar mit Wurzel. Dann habe ich die so aufgehoben. Das ist mit der Wurzel, keine Ahnung warum, ich fand das einfach krass, diese Wurzel zu sehen. Die Haare, die du rausgezogen hattest, die eine Wurzel haben, die waren so besonders, dass du die aufgehoben hast. Genau. In einem kleinen Döschen oder wie? So, nein, neben dem Bett irgendwo. Ich kann es nicht erklären, warum ich das gemacht habe. Das ist brutal, Alter. Naja, aber ich kenn so eine Scheiße. Crazy. Ich kenn so eine Scheiße. Also, ich kann es dir nicht erklären, warum. Apropos Haare, pass auf, jetzt sind wir bei Haaren, pass auf. Warte mal, lass mich mal kurz die Tür aufmachen für eine bessere Verbindung. Bin in 10 Sekunden zurück. Ja. Oh, back. Fällt mir gerade ein, also, wenn ich auf C war, dann, also auf C, auf Crystal geht man ja fest. Du hast ja auch schon Koks genommen, oder? Ja, nein? Einmal, du hast das Video gesehen, hast gesagt, glaube ich. Und ach genau, ich muss ja auch noch ein paar Sachen sagen. Liest du den Chat mit oder nicht?
Ne, ich sehe ihn gerade Sehr nicht. gut, finde ich gut. Darum sage ich auch gleich, was im Chat steht, aber jetzt erzähle ich mal erstmal meine Crystal-Haar-Geschichte. Ja? Also, wenn du Crystal nimmst, gehst du auf Sachen fest, ja? Also da macht Schraubenzählen 2 Tage lang dir den riesigsten Spaß in deinem ganzen Leben. Ja? Man kann sich nichts Besseres vorstellen. Ein bisschen Beat dazu, eine Line C drin und dann 8 Stunden lang Schrauben zählen ist das Größte. Ja? Oder habe ich auch gemacht mit der Zahnbürste das ganze Wochenende lang das Bad geschrubbt. Jede Fuge, jede Fliese, mich da voll reingesteigert. So, und du siehst ja, ich habe mir, weil wir gerade bei den Haaren sind, und du siehst ja, dass ich auch einen Bart habe und den habe ich schon, diesen Style des Bartes habe ich schon seit 20 Jahren. Und du, ich sehe es ja bei dir auch. Also du steckst auch viel Pflege in deinem Bart und Konturen und so, weißt du? Und da steht man vorm Spiegel, wenn man halt festgeht auf die Sachen, dann versuchst du hier noch ein bisschen wegzunehmen, da noch ein bisschen wegzunehmen, die Konturen rauszuarbeiten. Ich mach's kurz, es ging so weit, dass ich früh um 6 vorm Spiegel stand und kein Bart mehr hatte. Weißt du, was ich meine? Also, es war nichts mehr zum Wegrasieren. Also, das, aber ich hatte, weil du das sagst mit dem Pickel, was ich auch hatte, jetzt haben wir uns voll auf dieses Thema da, aber das ist mir noch eingefallen, das will ich noch erwähnen. Ja. Du hast ja, also ich weiß nicht, ob das normale Menschen kennen, seitdem fällt mir das auch bei anderen Menschen auf, voll bescheuert, aber man hat ja so Mitesser auf der Nase. Ja. So. Ja, die habe ich auch. Genau, wenn du die ausdrückst, das sind ja wie so, das sieht aus wie so Würmchen, die aus der Nase rauskommen. Und das zu sehen, das hat mich voll beruhigt. Das hat auch, wenn schon alles leer gedrückt war. Ich habe immer so eine rote Nase gehabt. Das hat dich beruhigt. Ja, also das zu sehen, so wie diese Würmchen da aus dieser Nase. Ja. Also Würmchen halt, du weißt, als Talg ist das ja im Prinzip. Ich weiß schon, du, das ist, ich finde das krass, dass du das erzählst. Das ist eigentlich, das ist das, was es lebendig macht. So eine Sucht. Wisst ihr, was ich meine? Ja, und das Krasse war gewesen, wenn ich das 2 Tage nicht gemacht habe, dann hat sich ja wieder Talg nachgebildet. Und dachte ich wieder, oh krass, Alter, da sind wieder Mitesser. Bam, wieder draufgegangen auf die Nase. So. Diese Haut hat sich nie regenerieren können. Erst im Entzug quasi. Und diese Haargeschichte und diese Mitessergeschichte, das war am Ende der Suchtkarriere. Ja. Also ich habe schon immer mal, wenn ich Mitesser hatte, die mal ausgedrückt, aber dann halt, weiß ich, keine Ahnung, wie oft noch ich meine, die Passion, das zu tun, das meine ich damit. Genau. Ja, pass auf. Ich lese jetzt mal ein paar Fragen vor. Also erstens möchte Mike Ramm sagen, dass ich dich für dein Benzo-Video loben soll. Oh, der Mike, geil, dass du da bist. Ich muss sagen, der Mike, weil du hörst mich ja, Mike. Du hast mich auf die Idee gebracht, beziehungsweise die Idee hatte ich ja schon, ist ja naheliegend, wenn man damit zu tun hat, dass man vielleicht eventuell ein Video drüber macht. Aber du hast mir so den letzten Impuls gegeben, weil ich gucke auch immer bei den Themen habe ich ja genug, das wisst ihr ja, auf der Agenda stehen. Aber ich gucke ja auch immer in der Community, auf was habt ihr Bock, was ist interessant, ne? Und ich muss natürlich auch Sinn da drin sehen, das zu machen, ist ja klar. Da kommen verschiedene Ideen und du hast das richtig cool geschrieben. Da dachte ich mir, ey komm, das machst du jetzt mal. Da habe ich das Thema auch vorgezogen, nicht auf die lange Bank. Deswegen vielen Dank für das Feedback, Mike. Ich habe mir das Video noch nicht angeschaut, aber hast du Erfahrung mit Benzos? Ja, also im Entzug, da hat es angefangen mit den Erfahrungen. Ah, okay. Ich kenne ja Benzos auch. Und okay, das ist also ich merke schon, wir haben ja noch 5, 6, 7, 8 Streams vor uns. Ja, weil... Okay. Mit manchen Leuten, so wie dir und auch so wie mit Peter, funktioniert das einfach super. Ja? Also man spielt sich sehr gut die Bälle zu und hat einfach auch viel zu erzählen. Und ich bin ja auch der Meinung, dass jedes Leben interessant ist und was zu erzählen hat. Ja, das stimmt. Ja. Genau. Mike Ramm sagte auch zu unseren Ausführungen auf Drogenticks, diese Leute nennen wir Wühler. Wühler. Ich kann mir das so vorstellen, dass das Leute sind, das kann ich auf dem Christel nachvollziehen, vielleicht meint er auch mich mit der Aussage, dass man so auf C festgeht und halt sich auch dann stundenlang im Gesicht rumknietscht und sowas. Weißt du, was ich meine? Wühler könnte sein. Ich weiß jetzt auch nicht, weil diese Begriffe sind ja teilweise dann auch regionalspezifisch, so, weißt du? Deswegen ist es jetzt schwer. Also ich habe es noch nicht gehört. Aber ja, okay, aber wir lernen ja auch immer dazu hier, muss man auch mal sagen. Ja, genau. Genau. Maria Singer grüßt dich. Guten Abend, Marius. Hi Maria, grüß dich. Schön, dass du da bist. Freut mich. Kennst du auch schon, ja? Kenne ich, ja. Nee, Marla Singer. Marla Singer. Aber ich habe auch eine Maria in der Community. Maria, das ist immer schwierig, wenn du so viele Kommentare hast und vor allen Dingen heißen die dann teilweise auf Instagram anders als auf YouTube. Ja, das kenne ich, ja. Dann musst du dir das merken, so, ne? Ja, ja. Aber das ist gut, wenn du mit der Interaktion auf dem Kanal
Coole ist, ich habe früher nie verstanden, mein Fahrschullehrer, ne? Da kann ich alle Namen merken. Vor 100 Jahren habe ich den in der Fahrschule gehabt. Aber wenn du in der Interaktion mit den Leuten bist, dann bleibt immer irgendwas hängen, weil du liest da ja, was die schreiben. Du setzt dich mit dem auseinander und der Name bleibt irgendwie hängen nach 2, 3 Kommentaren. Also nur so viel dazu. Ja, irre. Okay, lass uns mal zurück zum Thema kommen. Genau, genau. Also es war ja, nur um es nochmal einzuordnen, wie lange würdest du die aktive Suchtkarriere beschreiben, von Jahren her? Was für ein Zeitfenster haben wir da vor uns? Ich habe versucht, das auch einzugrenzen und ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall mit 18 schon also missbräuchlich konsumiert habe und spätestens mit 19, als die Angststörung da war, eine psychische Abhängigkeit hatte. Und da hat das angefangen, das ganze Übel sozusagen. Ne? Ja. Und mit 25 stand ich im Entzug. Also 10 Jahre, also sechs Jahre, mindestens 7 Jahre. Ja. Ne? Das Ganze hat halt so eine Dynamik bekommen. Das sind halt viele Faktoren. Bei jedem Menschen läuft das anders. Manche sagen, nach 6, 7 Jahren, ne? Das also, dauert doch 20 Jahre. Das ist ja keine mathematische Formel. Das ist nicht so einfach. Ne? Also man kann es auch nicht eigentlich nicht so beantworten, weil süchtig bist du ja immer noch, genau wie ich. Genau. Ja? Mhm. Wir reden, man hätte ich jetzt auch sagen können, aktive missbräuchliche Konsumphase. Hätte es vielleicht besser getroffen. Ja, genau. Wo Alkohol oder die Substanz gar nicht mehr Genuss oder ritualisiert irgendwo war und ja, eine Komponente im Leben, sondern es war das Leben. Richtig. Und das Leben ging bergab. Genau, und ich würde 7 Jahre beziffern, wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, als ich mit 16 betrunken war, hatte ich da wahrscheinlich auch schon missbräuchlich konsumiert. Mhm. Nur irgendwann, ich weiß nicht, dir geht es ja auch so, wir haben uns darüber unterhalten, du schreibst ja das Buch jetzt irgendwann vielleicht, ne, bist ja dran und so. Und du überlegst zurück und je weiter du zurückkommst an manchen Sachen, kannst du dich auch gar nicht mehr so erinnern oder auch an die Gefühle nicht mehr so erinnern. Du weißt das auch nicht mehr so ganz im Detail. Aber ich weiß auf jeden Fall, diese Zäsur gab es, als die Angststörung kam, habe ich auch einen anderen Bezug zu Alkohol bekommen. Und deswegen sage ich immer, diese 7 Jahre kann man eigentlich ganz gut eingrenzen. Ich finde dein Beispiel super, weil, das sage ich in meinen Veranstaltungen auch immer, und ich hatte jetzt schon in den letzten 2 Wochen wieder 3, 4 Stück, es geht jetzt wieder gut los in den Schulen. Ich finde, man wird abhängig nach einer Substanz, wenn sie eben temporär, und das temporär können auch Jahre sein, erstmal funktioniert und dir das gibt, was du vermisst hast, beziehungsweise was du betäuben möchtest. Ja, absolut. Und das ist ja das Tückische an der Geschichte. Richtig. Ich sage immer, ich glaube sogar, ich sage das in einem Kokain-Video, weil ich dann zum Schluss des Videos, das war mir auch wichtig gewesen, dass ich nicht nur diesen, ich nenne es jetzt mal Konsumbericht, ne, sondern auch versuche, das einzuordnen, wie ich das. Das ist jetzt ein anderes Thema, illegale Drogen und sowas, aber ich sage immer, es ist mehr oder weniger Zufall. Es gibt mehrere Faktoren, von was für einer Substanz du abhängig wirst. Und es hängt vor allen Dingen auch da, also natürlich, was du konsumierst, was du ausprobierst, was dir dann gefällt und was dir was gibt. Aber ich sage auch immer, es kommt darauf an, das Wirkprofil der Droge, wie gut es zu dem Profil passt, was dir fehlt. Wie gut das matcht. Ja, natürlich, natürlich. Bin ich völlig bei dir. Es gibt für jeden die perfekte Droge. Es muss nicht Alkohol, es muss nicht Crystal sein. Für viele ist es Essen. Für viele ist es Kaufen. Für viele ist es Zocken. Ja. Für viele ist es Heroin. Also das ist der Punkt. Ja. Also und Marla Singer schreibt doch gerade, und das finde ich gut, dass sie das gerade so schreibt, ich war auch 16, als meine erste Panikattacke kam und mein Notfallmedikament Wodka zum Einsatz kam. Kennst du ja auch. Ja, absolut. Natürlich, klar. Ja, ja. Und ich habe das ja präventiv gemacht. Also was sie sagte, ist absolut richtig. Ich habe das dann nicht während der Panikattacke gemacht, sondern ich komme in eine Situation, wo ich funktionieren muss. Ich gehe in eine soziale Veranstaltung, auf ein soziales Treffen. Ich gehe irgendwo hin, wo ich gefangen bin, wo ich funktionieren möchte, wo ich so sein will, wie ich bin, wie ich will, wie ich mir vorstelle zu sein habe. Und da darf sie nicht kommen. Also hast du präventiv das Medikament schon genommen. Ganz einfach, ne? Und dann ist er nicht gekommen. Vielleicht ein bisschen Ängste, aber nicht diese Peak an Panik, dieses, was dich wie ein Blitz trifft, wo du dann ohnmächtig bist und nicht weißt, was du machen sollst. Ne? Das habe ich ein paar Mal gemacht und gemerkt, dass das natürlich auf Alkohol nicht passiert.
Ja, tragisch, ja, dass das, und das ist, glaube ich, mit jeder Sucht so, dass das, das finde ich auch ganz wichtig. Darum finde ich dein Beispiel so super, beziehungsweise deine Lebensgeschichte, dass man einfach hier auch ein bisschen mit den Vorurteilen aufräumt, warum welche Leute süchtig werden. Weißt du, was ich meine? Ja, Dass klar. einfach da immer ausgegangen wird, naja, also sage ich mal, im schlimmsten Fall Missbrauch oder was weiß ich. Oder dann auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Vorurteile bezüglich Wohlstandsverwahrlosung, die Leute haben nichts mehr zu tun, darum knallen sie sich weg. Ja, aber dass das eben in deiner Lebensphase damals ein Medikament war, was gut für dich funktioniert hat, und du sagst ja Medikament. Genau, es Ja, war eine Lösung. Es war so die eine Lösung. einfache, Ja. naheliegende Lösung gewesen, die funktioniert hat. Und Ja. damals hast du nicht die Weitsicht gehabt mit 18, 19. Du wusstest ja nicht, wozu das führt, wo du in 6, 7 Jahren bist. Ja. Du wolltest ja jetzt funktionieren. Es hat ja so viel gepasst. Ja, angefangen von dem Gesellschaftlichen, über das Verfügbare, dass es ständig verfügbar ist und sowas, ne? Und dass es funktioniert, dass ich vor allen Dingen, und das ist ja auch so, die Substanz. Wie lange funktionierst du auf der Substanz? Ja, Und genau, ich habe sehr ja. gut funktioniert Ja, auf das Alkohol. ging, ja, okay. Sag mir mal in deiner Peak so, wie war da die Dosis? Also, wenn du da früh aufgestanden bist, musstest du erstmal eine Flasche Schnaps hinterkippen oder wie lief das? Nee, komm, also das, okay, komischer, Ist also ein das ist gar Klischee, nicht was so ich gerade im komisch. Kopf habe, Ja, was du ich gern weiß, ich auflösen weiß. darfst. Genau, das war also die letzten, muss ich sagen, die letzten, boah, ich weiß nicht, 2 Wochen, 3 Wochen, 1 Monat vor dem Entzug konnte ich. Also damals fand ich es komisch, heute finde ich es ganz normal und plausibel, konnte ich sogar gar nicht so viel trinken wie zu meiner Peakzeit. Mein Körper hat das nicht mehr mitgemacht. Ich wurde auch schneller betrunken, obwohl das Betrunkensein sich anders angefühlt hat. Also der Schwindel war größer, ich konnte gar nicht mehr so viel, es ging gar nicht so. Ich war nicht in der Lage dazu, körperlich gewesen, ne? Und weil halt auch der Körper langsam hier mit Kreislaufproblemen und sowas zu tun hatte. Also die Peak von der Menge war davor gewesen. Das war so mit 24 bestimmt. Und da bin ich aber nicht morgens aufgestanden und habe mir eine Wodkaflasche reingekippt, oder Schnaps oder Alkohol, sondern kannst du es dir vorstellen, das sind so Beispiele, die ich. Also ich habe zum Beispiel an einem Samstag einen halben Kasten Bier trinken können. Da reden wir von 10 0,5ern. Das ging über den ganzen Tag. Und abends ging es dann weiter mit Whisky. Und da konnte ich noch eine Flasche Whisky trinken. Und je nachdem, wie der Abend verlaufen ist. Wenn man dann noch feiern gegangen ist, dann konnte man noch eine Flasche Whisky trinken. Sowas, ne? Da reden wir von 1 Liter Whisky, 0,5, 0,5. Und dann in der Disco noch weiter. Das kannst du schlecht zählen, die Getränke, sowas, ne? Da bin ich noch feiern gegangen. Aber was, das waren 10 mal, das sind 5 Liter Bier. Plus mindestens 1,5 Liter Whisky. So, das war so die Spitzenzeit gewesen. Und das hast du ja dann auch auf den Kater getrunken. Also nächsten Tag wieder. Das interessiert mich jetzt mal. Also du warst ja richtig alkoholkrank. Ist die Legende vom Konterbier, ist das real oder ist das eingebildet? Inwiefern Konterbier? Inwiefern meinst du Also das? bei uns war es früher so, wenn man abends gesoffen hatte und irgendwo, was weiß ich, auf einem Festival war oder wie auch immer, hat man halt nach dem Aufstehen gleich sich noch ein Bier reingezogen als Konter. Ja, das verstehe ich Ja? schon, aber Konter im Sinne von, dass dir dann besser geht, meinst Richtig, du? genau. Ja, ich habe das lange so bezeichnet und im Prinzip habe ich, also ich habe Konterbier getrunken. Verdient Ich habe dieses, Konter. Moment, verdient Ja. dieses Bier, das ist jetzt mal eine schöne Diskussion, Ja, verdient nee. dieses Bier, was man dann trinkt, das erste Bier im Hangover, so könnte man es auch mal sagen, verdient es den Titel Konterbier oder ist es Bullshit? Also für mich war es Bullshit, Ja. wenn du, also ich weiß nicht, wie das ist, wenn du nicht abhängig bist. Also, aber ich kenne das nur von allen Leuten, die richtig eingesoffen haben und nächsten Tag aufstehen, die sagen meistens, mir ist so übel, ich kann keinen Alkohol trinken. Ich konnte das immer. Also egal wie beschissen es mir ging, ich konnte nächsten Tag noch ein Bier trinken. Ja, Das ging immer. hast du auch Und dann ging gemacht. es mir auch, habe ich Na auch klar, gemacht. ja. Und ich habe auch nie ein Konter Bier getrunken, mein Ja, Freund. okay. Ja, okay. Also, das ist, also aus diesem Konterbier, das ich immer trinken konnte und auch getrunken. Weiß es Ja, jetzt nicht. geht's wieder. Alles klar. Bist du wieder ready? Let's go. Okay, Konterbier. Weiter. Konterbier, genau. Also für einen Abhängigen ist es auch wieder so ein Feigenblatt, was man nehmen kann. Aber ich habe nie, also ich habe ein Konterbier getrunken. Konterbier, das habe ich so genannt. Mir ging es dann nicht besser, weil die Leute meinen damit, ja, oh, dann sind die Kopfschmerzen besser oder die gehen dann Das ist weg ja und sowas. Bullshit.
Das ist ja Quatsch. Das ist Quatsch. Du wirst einfach wieder, du merkst wieder die Wirkung des Alkohols. Das ist es halt. So, und wenn du. Genau. Du dämpfst deinen Entzug gerade ein bisschen ab. Ganz genau. Von daher ist das Quatsch mit diesem Konterbier. Ja, blöd. Na gut, hier Mike, Ram schreibt gerade, kontern geht hundertprozentig, man bleibt halt ein bisschen auf dem Pegel. Naja, das ist ja das, was wir gerade sagten. Also kontern geht im Sinne von Pegel halten. Dass du Pegel halten, dass du das langsamer runterdosierst, so in dem Sinne. Das habe ich dann ja auch irgendwann gemacht, wenn ich Samstag so einen drauf gemacht habe, dass ich Montag wieder, wo ich es noch geschafft habe, arbeiten zu gehen, und dann wusste ich, boah, das hat aber richtig geknallt jetzt am Samstag, das war richtig heftig. Dann konnte ich Sonntag, also das ging nicht. Da habe ich, wie Mike gesagt, runterdosiert. Da hast du bewusst dann wieder Konterbier und so viel Konterbier, dass es dir gut ging, aber nicht so heftig für Montag war. Hast du auch heimlich auf Arbeit getrunken und solche Geschichten? Ganz lange nicht. Das war auch immer, das haben wir nämlich beide auch schon besprochen, weil du gesagt hast, du hast immer gesagt, das war für mich so ein, ich musste arbeiten gehen, ne? Ich will arbeiten gehen. Das war für mich auch gewesen und das war für mich immer ganz schlimm, wenn ich, da habe ich immer gesagt, da darfst du nicht. Und da habe ich ganz lange auch geschafft, dann auch teilweise entzügig und verschwitzt und nervös, und ich bin auch zu der Zeit auf der Arbeit. Ey, ich habe da auch teilweise, zum Glück ist nichts Schlimmes passiert, aber so nervlich, weißt du? Ich bin da ich bin da auch ausgetickt, so, weil ich entzügig war. Naja. So wegen anderen Sachen, weißt du? So, weil ich nervös war. Na klar. Halt. Und letztendlich, tief im Inneren, weißt du ja, dass du gerade hier total abkackst. Ja, dass genau. Das, was du tust, nicht normal ist, aber du schiebst es halt weg. Und das habe ich immer gemerkt, weißt du? Ich war ja auch nach 3 durchwachten Nächten und noch mit einer Laien früh, dann trotzdem habe ich im Laden gestanden. Ich war damals so Einzelhandelsverkäufer im Schuhladen, zum Skateboardladen war das. Und da hast du halt von früh um 8 bis abends um 6 dort gestanden, völlig auf Abklatsch nach 3 Tagen und musstest da Kunden bedienen. Das war eigentlich so blanker Horror. Das muss ich wirklich so sagen. Weil du musst dich ja jede Minute auch zusammenreißen. Da spielst du ja eine Rolle. Du musst, eigentlich würdest du dich am liebsten auf den Boden legen und heulen oder einfach, was weiß ich, nur nicht Schuhe verkaufen. Ja. Also Kontakt mit Menschen. Das ist ja noch schwieriger, weil du musst da ja wirklich eine Fassade in dem Sinne das meine aufrechterhalten. Ich habe das große Glück gehabt, ich habe in der Produktion gearbeitet, musste da nur meinen Scheiß machen, war auf alleine mit einem Kollegen vielleicht, und da bin ich schon, keine Ahnung, da hat irgendwas falsch gestanden auf dem Tisch, da habe ich irgendwas durch die Gegend geworfen, irgendwelche Pakete an die Wand geschmissen, also richtige Kontrollverlust. Ja, klar. Kontrollverlust. Und dann teilweise war es so gewesen, dass ich dann ich habe einen, aber das versuche ich immer hier, weil ich weiß nicht, ob er da noch arbeitet. Ich habe einen dort gefunden, der ähnlich getickt hat, sagen wir mal so. Und mit demjenigen habe ich dann auch teilweise, haben wir die Pausen auswärts gemacht. Und da habe ich dann angefangen, auch dort zu konsumieren. Ah, okay. Das war dann schon so richtiger Junkie-Abfuck. Also Pause nutzen, um erstmal wieder ein bisschen Stoff zu kriegen, um dann wieder der Nachmittagsschicht funktionieren zu können. Richtig, genau. Bitte. Das war genau das gewesen. Und dann habe ich den irgendwann auch nicht mehr mitgenommen, sondern bin alleine irgendwo hingefahren. Also an die Tankstelle. Erzähl mir davon, das interessiert mich. Wie sah sowas aus? Du bist hingefahren, was hast du dir gekauft? Wie viel hast du gekauft? Hast du im Auto gesessen und dir 10 Bier reingezogen? Wie war das? Nee, genau. Nee, da war auch schon, also da war völlig, wie sagt man denn, entscheidend gewesen, dass es auch schnell geht. Du hast ja nicht ewig Pause. Also eine halbe Stunde, lass es jetzt mal 40 Minuten sein oder so. Ne? Da musst du die Autofahrt abziehen, da wurde es noch geduldet, wenn du eine Dreiviertelstunde weg warst. Aber dann musstest du das effizient machen. Mhm. Das heißt, da war in der Nähe ein Getränkemarkt, das war gut gewesen. Mhm. Aber da war es mir auch mal peinlich. Wann machst du Frühstückspause? 9 Uhr? Weißt du? Ja. Das Gute war, das war weit genug von meinem Wohnort entfernt, dass ich zumindest mal, aber immer diese Angst, dass da auch jemand von der Arbeit gleich kommt. Weißt du? Weil das war in der Nähe von der Arbeit. Weil du jeden Tag dahin gingst. Diese Regelmäßigkeit. Genau. Und Sebastian, ich habe da auch in Kauf genommen, dass ich das für den Fanta nicht abgegeben habe. Bevor ich mich da jemand gesehen habe, dass ich um 9 Uhr da Whiskydosen abgebe, das habe ich alles immer weggeschmissen, was ich da an Geld auch immer weggeschmissen habe. Was hast du denn beim Frühstück dann geholt? So fertige, du kennst doch diese fertig gemixte Whisky-Cola-Zeug oder was? Whisky-Cola-Dosen, ja. Ach so Jim Beam-Cola. Das ging ja auch schnell. Genau, sowas. Eine Dose, zwei Dosen? Zwei Stück meistens. In 5 Minuten hintergekippt. Pass auf, ja. ich sag dir so, um es kurz zu machen. Nee, mach's lang. Nein. Bin aufgestanden. Ja. Ich hatte Frühschicht. 6 Uhr Beginn. Okay. Ja. Ich bin aufgestanden, 5 Uhr. Ja. Dann habe ich gesagt,
Dann habe ich gesagt, okay, du fährst heute. Das war die Phase, wo ich noch so richtig im Struggle war, schaffst du es, auf die Arbeit zu gehen oder nicht? Da habe ich am Abend davor noch gebetet, bitte, morgen gehe ich zur Arbeit, bitte. Dieses letzte Feigenblatt, Nee, du weißt, was ich meine. nee, pass auf, dieser letzte Strohhalm, an den man Ja, sich genau. klammert, um wieder nicht der scheiß Junkie zu sein. Genau, und dann pass auf. Und dann bin ich aufgestanden und dachte, okay, du bist zumindest aufgestanden. Dir geht es einigermaßen, du kommst einigermaßen klar. So, jetzt fährst du zur Arbeit. Du ziehst dich jetzt an. Ich bin mich angezogen, habe mich ins Auto gesetzt, bin losgefahren, habe auf die Uhr geguckt. 5:30 Uhr, okay. Ich fahre an der Tankstelle vorbei und denke mir, schaffst du das? Dann bin ich auf die Tankstelle abgebogen und habe gesagt, okay, ich hole mir jetzt schon für die erste Pause, dass ich schon im Auto habe. Hab mir zwei Dosen Effizienz. geholt. Ja, habe ich mir zwei Dosen geholt, bin auf die Arbeit weitergefahren. Dann war es 5:45 Uhr. Dann habe ich den Parkplatz gesehen. Und dann habe ich gedacht, du schaffst das nicht. Aber du darfst nicht umdrehen, wieder dich krank melden. Du musst jetzt auf die Arbeit gehen. Okay, stopp. Da Dann, kann ich dich kurz unterbrechen. ja. Warum du schaffst es nicht? War dein Körpergefühl so im Eimer, dass du dachtest, ich halte jetzt die 8 Stunden nicht durch? Ja, es waren zwei Sachen. Das erste war gewesen, ich habe mich selber im Rückspiegel betrachtet und gesehen, wie meine Augen aussehen, wie ich wollte auch nicht auf der Arbeit dieses Bild präsentieren, also wie ein abgefuckter, Der du eigentlich warst. durchgezerrter, der ich war, genau. Und das kannst du einmal erklären, weil Montag ist und gestern war es wild gewesen, aber das kannst du nicht jeden Tag erklären, Nee, dass warum du immer du so aussiehst. aussiehst wie ein Penner. Genau. Ja, sorry, wenn So, ich so und hart das bin. wollte Ja, ich. okay, Ja, nein, es war so. So. Und das Lustige, ne, umso abgefuckter ich so aussah, umso mehr habe ich darauf geachtet, wie du meine Klamotten, coole Klamotten, und so, weißt du, diese scheiß Fassade und so ein Scheiß. Ja, auf jeden Fall dachte ich, nein, also das war einmal dieses Schamgefühl, im Prinzip war es Schamgefühl gewesen. Ich konnte Leuten nicht in die Augen schauen, weil ich dachte, Alter, du hast so glasige Augen und so. Marius, Marius, Ich habe den Leuten nicht in die Augen Marius, geguckt, ich habe auf den Boden geguckt du und sowas. konntest dir nicht mehr in die Augen schauen. Ja, absolut, Ja, natürlich. Und ich habe keinen angeguckt und mir war so, ich bin auch lieber 5 Minuten zu spät gekommen, dass die schon drinnen sind in der Produktion. Ich komme so Was nach, mich gehen interessiert, allen ja, vorbei und was mich sowas, weißt interessiert, also du warst auf dem Parkplatz, bis kurz davor reinzugehen Ja, jetzt pass auf. und dann hast Und du dann dir habe ich reingezogen. angerufen, dann habe Also, ich angerufen und habe gesagt, okay, entweder sagst du jetzt, du fährst zum Arzt und drehst um, oder du trinkst jetzt eine Dose. Und dann habe ich mich so um die Ecke gestellt und habe dann angerufen und gesagt, hier, ich komme 15 Minuten zu spät. Dann habe ich eine Dose getrunken und dachte ich so, jetzt aber, jetzt fährst du. Und dann war es ein Kampf. Manchmal habe ich es probiert. Manchmal habe ich mich krank gemeldet und gesagt, ich habe mich gerade im Auto übergeben, mir geht es nicht gut, ich fahre zum Arzt. Habe ich aber direkt ein schlechtes Gewissen gehabt, die zweite Dose hinterhergekippt und zum Arzt gefahren, weil ich brauchte einen Attest. Oder ich bin aufgestanden, auf den Parkplatz gefahren, bin da reingegangen, an allen vorbei, habe mich umgezogen, bin in die Produktion und habe geguckt, wie es mir geht. Und dann kamen dann immer so Sachen, weil du warst ja eine Woche krank und dann waren dann immer so, weißt du, wir mussten immer geschult werden, da haben sich immer so viele Dinge. Ich komme aus der Pharmaindustrie. Du musst ja jeden Scheiß musst du da schulen. Und dann kam dann immer so der Vorgesetzte, hat gesagt, ah, Marius, gut, dass du da bist. Ich muss dich dann nachher noch schulen. Und dann wusste ich, Scheiße, jetzt habe ich da eine Schulung, jetzt habe ich da ein Gespräch und ich wollte ja, weißt du, einfach nur mein Ding, lass mich in Ruhe, ich will irgendwie diesen Tag überleben. Und Genau. dann habe ich schon gemerkt, Scheiße, Alter. Und dann habe ich wegen solchen Dingen dann auch den Tag dann manchmal abgebrochen. Es war nicht immer das Körperliche, weil in der Pause wäre ich dann ja auch vielleicht wieder in die Dose holen gegangen. Aber dieses, mich verstecken Ja, wollen, dank verstehst dir, du? Buddy, da bin ich völlig bei dir. Für mich war das, weil du bist ja, man ist ja durch. Man ist ja durch. Ja. Man ist mit dem Nervenkostüm völlig runter. Und ich kenne das absolut auch, dass, also stehen kann man ja immer noch und irgendwie was machen ja auch, aber menschlicher Kontakt, Interaktion mit anderen Menschen, die dann vielleicht sogar noch was von dir wollen und so eine Ja. Irre, der, wie ich schon vorhin sagte, das habe ich vorhin schon gesagt, der Horror wäre, also ich gehe sogar noch weiter, ich hatte richtig Angst davor. Ja, doch, das kann man so sagen. Und weißt du, was mir am meisten, woran ich das am meisten gemerkt habe und wo ich dann auch am stärksten, wo ich das am schlimmsten fand, bei Arbeitskollegen, die vielleicht zum Beispiel gar nicht in meiner Abteilung gearbeitet haben, irgendwelche Mechaniker, die sind nur für Reparaturarbeiten gekommen oder so, die hast du so sporadisch nur gesehen. Und dann hast du welche richtig gemocht, hast dich gefreut, wenn die gekommen sind. Und du hast die vielleicht nur einmal jetzt in 2 Wochen gesehen, weißt du, Oh und mit denen Mann. wieder zu, und die sind in dem Glauben gekommen, ah, guck mal hier, und du konntest das nicht. Scheiße, Marius. Danke, dass du das sagst. Das sind, wenn mich heute Leute fragen, was ich noch bereue von meiner
Drogenzeit, dann sind das die Momente, dass ich bei seltenen Besuchen, bei menschlichen Begegnungen, wo ich mich eigentlich innerlich drauf gefreut hatte, wo ich auch wusste, es ist eigentlich wichtig und ich freue mich drauf, aber ich kann gerade nicht, weil ich eben gerade der Marius 2 oder der Sebastian 2 ist, der ein totaler Scheiß-Drogen-Junkie ist und dem es total scheiße eigentlich geht. Aber eigentlich hätte das der innere Sebastian, der innere Marius, das so gern gewollt. Und das hat mich fertig gemacht. Mich hat zum Schluss, Marius, ich denke, das sind wir uns ähnlich, mich hat zum Schluss die Psyche auch fertig gemacht. Ich wäre in der Klapse gelandet. Ja, absolut. Ich fühl das so, was du sagst, weil wie oft, also das kam natürlich nicht so oft vor auf der Arbeit dann, aber Leute, die ich spontan irgendwo getroffen habe, wo ich mich auch wirklich gefreut habe oder so, verstehst du? Ja. Oder ich weiß noch, ich habe dann zum Beispiel eine alte Freundin, das war wirklich eine alte Bekannte gewesen, die hat gesagt, also das ist jetzt auch eine lange Story, aber die hat wirklich gefreut, mich zu sehen und sowas, ne? Und ich konnte das alles nicht, weil ich mich selber nicht sehen konnte. Du konntest das nicht erwidern. Ja, genau, ja. Es war so. Und im Prinzip war es eher das, weil wenn ich das vom Trinktechnischen gut gemanagt hätte, es wäre schwer geworden, vor der Arbeit was trinken, in der Pause und so. Sagen wir mal, ich hätte das hinbekommen. Aber das hat mir mehr zu schaffen gemacht, ständig dem aus dem Weg zu gehen. Ist nicht machbar. Ich habe darunter auch gelitten und letztendlich ist auch eine meiner großen Beziehungen daran zerbrochen. Das muss man sagen. Und also was ich immer in den Veranstaltungen auch erzähle, ist, dass ich mir zugute halten kann, dass ich nie wirklich kriminell wurde, also irgendeine Oma umgehauen habe oder einen Bäckerladen überfallen oder, ich meine, das ist ja alles noch steigerbar. Ja. Und ja, das Einzige, was ich mir vorwerfen muss, dass ich, glaube ich, sehr viel zwischenmenschlich zerstört habe. Manches auch recht nachhaltig. Ja. Ja, weil es ist auch so, habe ich letztens ein Beispiel von meiner ehemaligen Lebensgefährtin, habe ich auch, ist das Video schon raus, jetzt weiß ich meinen eigenen YouTube-Videos nicht, aber da sage ich auch immer, es gibt so Sachen dann auch, wenn jemand anderes dir im Nachhinein verzeiht und sagt, ja, ist schon okay, ist nicht so schlimm, ich verstehe dich ja jetzt und sowas, dir das selber zu verzeihen teilweise. Es sind nicht immer diese Begegnungen, aber so Dinge, wo du gerne etwas gemacht hättest. Ich sag dir ein Beispiel, eine Reise zum Beispiel, die du storniert hast, wegen dem Konsum. Okay, ja. Solche Sachen, verstehst du? Warum? Ja, nimm den Grund, weil du dich nicht dazu in der Lage gefühlt hast. Ja, weil du zum Beispiel, weil es eine Busreise war, wo du hättest 15 Stunden im Bus sitzen müssen und nicht konsumieren hättest können. Ja, ja. Und der andere hat dich überrascht, hat gesagt, komm mal hier, eine Busreise. Oh, verstehst du? Oh. Hier, ich habe ihr ein Geschenk, wir machen eine Busreise. Das ist ja noch übler, das ist ja noch dramatischer. Ja, sowas. Ja, ja, jemand sowas. Hat an dich gedacht, jemand hat sich einen Kopf gemacht, was dir eine Freude bereiten könnte. Er wollte dir gemeinsam erlebte Zeit schenken. Richtig. Und du warst einfach so durch, dass du das absagen musstest. Ja, dass diese Angst vor diesen 10 Stunden oder wie lange das war, im Bus zu sitzen. Und das ist eine Sache, also speziell dieses Beispiel, sage ich dir, Sebastian, das ist ein Beispiel von mehreren Sachen, aber das ist eine Sache, da habe ich lange für gebraucht. Das, Nachhinein nee, auch. Ich weiß genau, was du meinst, und solche Beispiele kenne ich zur Genüge, weil das eben Momente sind, die nie wiederkommen. Ja, und selbst wenn derjenige danach sagt, also das spielt keine Rolle, du selber, du in dem Moment... Ja, es gibt so Sachen, die kannst du dann irgendwie dann auch für dich akzeptieren, so, ne? Aber das, so dass du diese Moral und das alles, dieses Emotion, das ist schwierig, dir das selber zu. Also ich habe Gebrauch dafür. Naja, gut, aber ich denke auch, und da wirst du mir sicherlich recht geben, solche Negativerfahrungen, solche Wunden, die da gerissen werden, sind absolut wichtig für einen Ausstieg. Ja. Ja, und, definitiv. Und ist das Fundament, um Rückfälligkeit zu bekämpfen. Ja, die gut, Erinnerung daran. Ja, auf jeden Fall. Es gibt Momente, an die ich gerade zu Beginn sehr oft zurückgedacht habe, aber jetzt auch in so einem Gespräch. Deswegen finde ich das oft total wertvoll, weil man auch auf solche Dinge wieder dann stößt. Ne? Aber es gibt gewisse Momente, die habe ich bewusst ganz, ganz oft dran in meiner Anfangsphase der Abstinenz zurückgedacht, ganz bewusst. An gewisse Dialoge, auch im Entzug, wo jemand was zu mir gesagt hat oder so. Das ist erstmal so beiläufig erschienen, aber hinterher habe ich mir gedacht, verdammt Mann, ja. Und das ist auch so, diese Sache hat gedauert, das hat wirklich gebraucht. Und im Prinzip, ich sage ja immer, der Leidensdruck, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, finde ich jedenfalls. Jeder empfindet das vielleicht für sich,
was ist Leidensdruck? Ne? Jeder leidet unter was anderem. Für den anderen ist es was Materielles oder der Job oder so. Weil jeder definiert sich auch anders. Es gibt doch vielleicht auch Leute, Sebastian, stell dir vor, du kommst aus, ich sag jetzt mal so ganz plump, skizzier das mal so jetzt plump, aus gutem Hause, du müsstest gar nicht arbeiten gehen, weil du auch so irgendwo, dann steht vielleicht dieses Ding nicht so existenziell hoch wie bei jemand anderen. Also deswegen sage ich, für jeden ist Leidensdruck unterschiedlich ausgeprägt, also auf unterschiedlichen Säulen ausgeprägt, sage ich jetzt mal. Aber diese Sache war auch immer Leidensdruck gewesen. Sowas. Ja, schon klar. Aber da würde ich gerne einen Unterschied machen. Es gibt, ich gehe mit, wenn du sagst, die Gründe für gleich empfundenen Leidensdruck können verschieden sein. Ja, genau. Man könnte das auch erweitern mit, jeder trauert anders. Menschen sind unterschiedlich. Menschen haben auch unterschiedliche Belastungsgrenzen. Aber gerade bei solchen existenziellen Sachen wie, wie soll ich das sagen, wie Reichtum oder wie Absicherung, ist das noch ein anderes Level. Ich denke, wenn du wirklich unter essentiellen Nöten leidest, auch hier in Deutschland. Und das fängt damit an, dass du, auch wenn du einen Hartz-IV-Satz bekommst, zwar überlebst, aber keine Teilhabe an dieser Gesellschaft hast. Dann ist das ein viel größerer Schlag in die Fresse, den du eben nicht bereinigen kannst. Ich sag mal, jemand, der aus gutem Hause kommt und der ein Thema hat, wo er einen Leidensdruck hat, kann da ja sicherlich was dran machen mit Therapeut oder Aufarbeitung, aber Armut kannst du leider nicht ändern. Und warte ganz kurz, bringt mich gerade zum guten Schwung, einen guten Twist, weil eigentlich weißt du das ja. Weißt du, was ich meine? Weil ich habe nämlich letztens auf Facebook und Instagram deine kurze Story gelesen über 89, 90 Wendejahr, deine Immigration nach Deutschland und das ist ja der Punkt. Ich meine, in deiner Lebensgeschichte, auch in deiner Familie, ist ja eben diese Flucht vor der existenziellen Armut ein Bestandteil. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? So, jetzt habe ich es auf den Punkt gebracht. Sorry, ich soll es sagen. Gottes Willen. Und es ging ja auch immer darum, wir bauen uns hier eine neue Existenz auf. Wohlstand, dass wir gut leben können. Natürlich gehört dazu auch eigene Wohnung und mal in Urlaub zu fahren. Und das hat ja auch was mit Geld zu tun. Dazu brauchst du einen Job. Existenz halt, Wohlstand, so wie wir es hier halt kennen. So, ne? Klar. Und das hat mich schon als Kind geprägt. Und ich will nur, nicht, dass du mich falsch verstehst. Vielleicht war das Beispiel auch mit diesem... Nee, war es nicht. Ich wollte es nur erweitern. Aus reichem Haus. Ich will nicht sagen, dass die weniger leiden, aber vielleicht andere Sachen verursachen, andere Dinge, das würde ich sagen. Als jemand, der... Man könnte es auch anders formulieren. Geld macht nicht, also macht vielleicht schon glücklich und sicher, aber man kann auch Millionär sein und trotzdem aus dem Fenster springen, weil man total einsam ist oder was weiß ich. Ja, das sehe ich ganz genauso. Aber man muss das nicht immer so aufwerten gegenseitig oder vergleichen, weißt du? Weil ich meine, jeder Mensch, der da freiwillig aus dem Leben scheidet, ist ein Verlust und ist einfach auch tragisch. Egal, was das jetzt für Gründe hatte, finde ich. Das sowieso. Weißt du? Das sehe ich absolut genauso, ja. Aber das hast du schon gesagt mit dem Existenz, ne? Weil du, also ich habe mich schon als Kind schon damit auseinandergesehen. Das ist bei dir auch, und ich meine, ich kenne dich ja nun schon ein bisschen zwar durch die Entfernung, aber das ist ja bei dir auch der Konflikt und das Thema, das Grundthema. Und das kann ich immer verstehen, weil deine Eltern sind aus einer komplett anderen Welt gekommen, wollten, dass ihr Sohn es besser hat, sind hier angekommen, haben ganz andere Werteskalen gehabt, ja. Und ich weiß ja selber, wie es ist als Vater, automatisch projiziert man seine Erwartungen auf die Kinder. Was denen wichtig war, erhofft man sich eigentlich auch von dem Kind, weil das halt die eigenen Themen sind, aber das funktioniert halt nicht. Ja, genau, weil du auch darüber als Kind merkst, dass du nur über diese Themen auch Anerkennung bei den Eltern erreichst. Also willst du Anerkennung, musst du den Themen auch eher folgen. Ne? Und damit ist ja auch ein gewisses... wie soll ich sagen, wie nennt man das denn, ja, so ein Lebensentwurf skizziert. Ja, absolut, in den du halt eben nicht reinpasst, aber ich will damit auch nur sagen, ich kann deine Eltern verstehen, ich kann deine Eltern verstehen mit ihrer Geschichte, ja, weil ich bin jetzt selber Ostdeutscher und darum fühle ich mich da schon ein bisschen verbunden, weil ich kenne auch diese Fluchtgeschichten und bin selber, bis ich 14 war in der DDR aufgewachsen, also ich weiß schon, worum es da geht und
kann aber auch deinen Konflikt mit eben diesem Lebensmodell verstehen. Und das ist ein ganz typischer Generationskonflikt eigentlich, ja. Genau. Ja, total typisch, das stimmt, ja, da hast du ja. recht. Ja. Also das ist nicht nur. Gerade mit so einer Migration auch, ja. Also man muss auch sagen, Polen ist ja, meine ich, schon unterschiedlich, erzkatholisch, und das ist ja, da weht ja schon ein anderer Wind als hier. Also heute, ja, jetzt ist wieder da auch andere Zeiten politisch, leider, muss man sagen. Also die gehen wieder zurück, rückwärts Peace-Pause. orientiert, an sowas leider halt ist, aber die Jugend. Naja, du Marius, können wir gleich den nächsten Stream machen. Ja, ich will nur sagen, das Ja, geht wieder alles in die konservative Richtung. Lass uns diesen Dings über die aktuelle Politik dort, das ist wirklich, das ist ein eigenes Thema. Aber ich will nur sagen, dass. ja, ich wollte dazu aber nur sagen, weil ich solche Sachen eigentlich eben nicht abwürge und ja. wir da trotzdem drüber reden können, dass das ja auch einfach eine gesellschaftliche Reaktion auf anscheinend gewisse Themen in dem Land sind. Das Weißt du, stimmt. was ich Und meine? Weil wenn du. demokratisch gewählt sind die ja immer noch. Oh, egal, was man jetzt erstmal davon hält. Das stimmt. Weißt du? Und ich habe da immer so ein Problem damit. Jetzt wird es gleich politisch. Ich denke, viel unbequemer und viel schwieriger ist eben, die Ursachen zu beseitigen, warum die Leute denn solche nationalistischen Parteien zum Beispiel wählen. Ja, das sind ja eigentlich die Fragen, warum machen das Leute? Warum machen das so viele Leute? Ich find dort, also das kann ich wirklich sagen, ich bin da kein Experte, um Ja. Gottes Willen nicht, aber ich kann schon, glaube ich, sagen, das ist jetzt aber ein Faktor nur, das ist gar nicht so unähnlich wie zur ehemaligen DDR. Also zumindest geschichtlich, klar, der Krieg war vorbei gewesen, dann kam das kommunistische Regime bis 89, also die Länder haben viel gemeinsam, erstmal Natürlich, so. natürlich. Und genau, und man wurde von diesem Regime geführt, da wurden die Leitplanken gesetzt, also weiß ja alles selber so. Und dann hast du, ich sage immer, die volle Breitseite ohne Vorwarnung der westlichen Welt bekommen. So. Und Ohne hast Subvention 40 wie Jahre Rückstand. Ostdeutschland, das muss man auch mal Das sagen. auch. Ja. Das auch. Und kulturell, moralisch und alles, was dazugehört. Du warst einfach, also du hast dann 89 erst angefangen, wo vielleicht unter Umständen einer in der BRD schon 49 Natürlich, angefangen hat. das merken wir doch heute noch im Osten Deutschlands. Ja, guck mal, heute über 30 nach der Wende sind die ostdeutschen Löhne noch lange nicht den westdeutschen angeglichen, zum Ja, Beispiel. Ein Punkt. Rentenausgleich, 8 Milliarden Euro. Gibt's nicht. Ist eine Lücke. Also das ist schon völlig klar, ja. Aber wir haben es jetzt ein bisschen in einem anderen Thema verrannt. Ich will damit nur stimmt. sagen, dass ich da, und das ehrt dich eigentlich auch, im Gesamtblick auch auf dich hab, ja. Also ich versuche da nicht nur, sage ich mal, die Alkoholgeschichte abzubilden, sondern Freut mich. ja, klar, weil das ist ja das Spannende eigentlich, ja. Was steht denn dahinter? Wie ist die Reise gewesen? Das interessiert mich viel mehr als irgendwelche Entzugsgeschichten, sondern wie war denn der Weg dahin? Ja. Und Ja, bitte? ich höre dich so. Ja, Ah, ja. okay, Entschuldigung. Weil ich habe auch, weil du musst dir auch vorstellen, was Ja. es ist ja nicht so, weil die Leute, die noch nie geflüchtet sind, vielleicht kennst du das, ich weiß nicht, wie das bei dir war. Du bist normal ausgereist, als die Mauer gefallen ist, ich weiß Ich nicht, bin wie nicht das bei dir jetzt war. ausgereist, aber ich bin evangelisch erzogen worden und war meine Familie waren bekennende Christen in der DDR, und wir hatten die Stasi zu Hause, weil ich in der Schule erzählt hatte, dass wir beim Kirchentag waren und sowas. Und da gab es auch familiäre Repressalien, definitiv. Und darum bin ich auch Okay. überhaupt kein Ostalgie-Fan. Ja. Ja? Kenne ich auch in privat oder so Leute, ja. Man muss sich auch vorstellen, diese Flucht, die ist ja auch so von, du siehst ja, was dort, also die Sorgen deiner Eltern so siehst du. Und du siehst auch, und das ist ja auch nicht so, Ja, dass du flüchtest Marius, und hast ein ja. Ziel. Und pass Ich mal auf, ganz kurz, bevor und du hast ein weitergehst, will Ziel. ich sagen, es war für deine Eltern ein Trauma. Sie haben ihre Ja, Heimat natürlich. verlassen. Und ich meine, aber was du gespürt hast, es ist ja nicht so, du bist in ein Flüchtlingslager, so und jetzt sind wir geflüchtet, sondern du bist in ein Auffanglager und dann wurde geguckt, wie geht's jetzt weiter? Und dann Ja, wurdest du ins nächste Auffanglager in irgendeine andere Stadt und ja. wusstest nicht, was ist morgen. Ja, da musst du in ein anderes Auffanglager, bis wir nach Darmstadt gekommen sind, wo ich heute wohne, lebe und glücklich bin, so Wahlheimat, ne, mich verbunden fühle. Deswegen glaube ich, ist mir das auch so wichtig, dieser gesunde Lokalpatriotismus, ohne andere auszugrenzen. Deswegen feiere ich das auch Ich bin zum irgendwie Beispiel so. überhaupt kein Lokalpatriot. Okay, gut, das ist jetzt wieder, könnte man differenzieren, wie man das sieht, aber Neuer ich Stream, mag neues einfach, Stream-Thema. ich mag einfach, ja genau, neues Stream-Thema, ich mag einfach, ja, so. Ich wollte nur sagen,
Bis wir da angekommen sind. Marius, da waren wir in drei anderen Städten gewesen. Ich weiß, warum du Lokalpatriot bist, weil es eben deine neue Heimat war. Ja, ganz genau. Ja, ja, und man braucht so, als junger, entwurzelter Mensch, der du bist im Kindesalter da aus seiner Heimat weg, braucht man einfach Wurzeln und darum stürzt man sich da drauf. Ich sag dir eine, ich weiß nicht mehr so viel aus dem Flüchtlingslager in Darmstadt, aber eine Situation unter mehreren kann ich mich noch gut erinnern. 1990 die Weltmeisterschaft, als Deutschland Weltmeister wurde. Wir haben auf einem kleinen Raum, waren wir gelebt, meine Geschwister, meine Eltern, fünf Betten. Und da war ein Schrank. Und mein Vater hat aus einer Sportzeitung ein Poster rausgeholt, wir sind gerade so geflüchtet, ein Poster rausgeholt von der deutschen Nationalmannschaft. Und hat das ausgebreitet und hat das auf diesen Schrank mit Tesafilm geklebt. Und dann wurde Deutschland Weltmeister und dann haben wir zusammen gejubelt. Tja, ich könnte jetzt dazu fast polemisch sagen, so stelle ich mir eigentlich gelungene Integration vor. Ja, aber ich will nur sagen, wir haben das versucht von vornherein, weißt du, irgendwie anzunehmen. Marius, da könnte man auch schon wieder einen neuen Stream machen, weil das ist auch so ein wichtiges Thema. Es muss jetzt nicht das Fußballplakat sein, aber ich erwarte einfach von Leuten, die hier leben möchten, das muss man jetzt gar nicht politisch werden, dass sie sich einfach auch mit diesem Land identifizieren. Ja. Genau, und viele verstehen, Sebastian, und ganz wichtig an der Stelle, eine Sache ist mir ganz wichtig, ohne sich zu entscheiden, darum geht es überhaupt gar nicht. Also, ne, du kannst ja, ich kann mich hier heimatverbunden fühlen und ich kann nach, das ist jetzt zwar nicht der Fall, aber ich könnte jetzt nach Warschau fahren, wenn es so wäre, und mich da auch heimatverbunden fühlen. Das steht doch nicht entgegen zueinander, verstehst du, was ich meine? Ja, in dem Beispiel sicherlich, aber es gibt da auch andere Beispiele, wo... Also ich meine, wenn man jetzt, das sprengt jetzt den Rahmen ein bisschen alles. Ja. Also wenn man jetzt natürlich aus dem Land kommt, wo Frauen unterdrückt werden oder Homosexuelle am Baukran aufgehangen werden und man dann hier lebt und dieselben Werte vertritt, habe ich damit ein Problem. Das ist was ganz anderes. Das ist eine andere Kategorie. Ist dasselbe Thema. Ist dasselbe Thema. Ist es eine andere Kategorie, aber dasselbe Thema. Würde ich nicht sagen. Okay. Da würde ich dir leicht widersprechen. Müssen wir aber nicht machen. Ich würde nur sagen, wenn ich zum Beispiel, beispielsweise, es wäre so, es wäre ja realistisch, aber es ist nicht so, ich hätte jetzt noch ultra die Polenverbundenheit und hätte dann auch voll die Familie. Wenn ich dann nach Polen fahre, dann denke ich an vielleicht die Familie, die Oma, den Onkel, zu denen ich fahre und denke nicht an, boah, ist das hier geil, dass hier staatliches Fernsehen so geil kontrolliert wird. Verstehst du, wie ich meine? Das ist wieder was ganz anderes. Hier, wie viel leben denn in Deutschland, wie viele Leute und sind politikverdrossen, die juckt es überhaupt gar nicht, was hier politisch ist oder was nicht ist oder die ist, ist das scheißegal. Die fühlen sich einfach vielleicht nur wohl dort, wo sie da leben und fühlen sich mit den Leuten da verbunden oder so oder finden das schön, dort einfach Zeit zu verbringen. Das muss man schon differenzieren. Absolut. Finde ich so ein bisschen, Moment. Also, differenzieren tun wir ja immer, das ist nicht der Punkt. Aber wir sind eigentlich ist auch fast schon am Ende angekommen und wenn wir jetzt uns hier, ehe wir uns hier in so ein politisches Thema stürzen, was wichtig ist, finde ich, aber nicht jetzt hier der Rahmen dafür ist, wie würdest du den heutigen Stream zusammenfassen? Worüber haben wir geredet? Wow, wir haben angefangen, eigentlich drüber zu sprechen und da wollten wir einsteigen, wie es dazu gekommen ist, eigentlich, da wollten wir ansetzen, wie ich in den Entzug bin, wie das angefangen hat, wie sich das angefühlt hat, so weit sind wir nicht gekommen, weil wir nochmal ein Throwback gemacht haben und eigentlich nochmal Bestandsaufnahme, wie war denn das eigentlich, wie hat das denn angefangen, die Sucht, die Jahre, wie war das und wie hast du das zum Schluss mit der Arbeit gemanagt, so, ne? Wie ist die letzte Klappe, der letzte Strohhalm dir entglitten sozusagen, ne? Wie hast du da die Struggles gehabt? Ja. So, dann wie sind wir dann auf den Bogen überhaupt gekommen mit der Entwurzelung und sowas alles, mit der Flucht? Ja, weil ich einfach den Grundkonflikt bei dir erkannt habe. Genau, richtig. Ja, weil ich nämlich ähnlich ticke, weil ich auch Ostdeutscher bin und eben auch die Wende sehr aktiv mitgemacht habe. Genau wie du eigentlich im Turbo-Modus ja fast noch, muss man sagen. Ja. Und ich glaube dir jedes Wort und fühle das, was du sagst, weil ich habe, liebe Grüße, falls er zuguckt, Martin von hat auch einen Instagram-Kanal, cooler Typ. Er hat mir nach diesem Post, genauso wie du, der hat das auch gefühlt. Er hat mir, als er das gelesen hat, hat er gesagt, boah, ey, das hat mich gerade voll berührt, ich kenne das auch. Ich komme aus der DDR, aus Magdeburg. Und weil meine Mutter war damals schwanger, als wir geflüchtet sind und seine auch. Und er hat auch gesagt, ich fühle das voll, was du sagst. Und das ist schon so eine Grundverbundenheit ein bisschen. Absolut, finde ich auch ein Thema, was sehr, sehr untergeht.
ja, in unserem Deutschland heute einfach Wendegeschichten, einfach auch, sage ich mal, so ostdeutsche Themen, die ja nicht immer nur anklagend sein müssen. Aber es gab viele Leute, die hatten ja hochinteressante Biografien. Es waren tolle Leute, ja. Und na gut. Okay, mein Lieber. Stimmt, es wird halt gern medial, weil es halt auch meistens interessanter ist, oder diese Reportagen werden immer so aufgebaut, wie hat das geschafft zu flüchten und wie war die Stasi ihn auf den Fersen. Es ist halt dann eher wie so ein Krimi verkauft immer, ne? Aber diese persönlichen Geschichten, was da für jeden Einzelnen hinten dran gesteckt hat, das hast du nicht so oft, oder täusche ich mich da? Ich finde die Ausufer, also die wirklich realistische Betrachtung vom Osten Deutschlands und mit den Brüchen und Traumata, die die Leute hier auch, ich habe ja auch vor kurzem für die Mitteldeutsche Zeitung einen Artikel geschrieben, wo es darum ging, ja, dass man einfach auch, weil immer, ich hasse dieses Wort des Jammer-Ossis. Es ist ja nicht so, ja. Man muss sich einfach vorstellen, dass Leute, die irgendwo, ich meine, die Leute haben ja auch ihr Leben hier gelebt. Sie haben Kinder bekommen, sie haben hier geliebt, hier sind, sie haben getrauert, sie haben eine Familie gegründet, sie haben gearbeitet, sie haben hier gelebt. Und von heute auf morgen war dieses gesamte Leben, so wurde es uns ja eigentlich erzählt, nichts mehr wert. Es war eine Lüge. Und wie gesagt, ich bin kein Ostalgie-Fan, sondern ich wehre mich zum Beispiel gegen den Treuhandaufkauf von Osten Deutschlands. Von der Zerstörung von 40.000 volkseigenen Betrieben, die nach einer Sanierung wettbewerbsfähig worden gewesen wären. Weißt du, was ich meine? Es war eigentlich und letztendlich Wiedervereinigung. Es gab keine gemeinsamen Gespräche, wie man vielleicht gemeinsam die Sache lösen könnte. Es war ein Überstülpen Westdeutschland zu Ostdeutschland. Und es war eine Grundstein. verlängerte Werkbank. Die Leute haben sich dumm und dämlich verdient. Und natürlich auch viel reingebuttert, das will ich jetzt nicht behaupten, aber es gibt einfach so Themen, die sind nicht populär, die zu besprechen. Weil das will man eigentlich heute nicht so hören. Weil die Ossis haben dankbar zu sein und wenn sie nicht dankbar sind, sind sie halt Nazis und AfD-Wähler. Ja, aber so läuft es Ja, doch. ich weiß, was du, Ja? ich weiß, was du damit sagen willst. Ja, es ist, da, ey, und das, aber das, da können wir auch lange drüber reden. Das ist aber ein Thema, was mich zum Beispiel riesig interessiert. Ich finde das immer ganz spannend. Ja. Könnte ich jetzt auch wieder auf zwei, drei Sachen eingehen, die du gesagt Ja, hast, aber. gerne, gerne, gerne. Also das wird auch in der Zukunft so laufen. Also gerade mit Peter, mit dem ich ja eigentlich in den ersten vier Streams über BDSM und irgendwelche krassen Sexpraktiken geredet habe, mit dem ging es halt jetzt im letzten Stream um Mobbing auf Arbeit und Selbstmordversuch. Und das mag ich eigentlich, und du bist auch so ein Kandidat, wo man wirklich vom anfänglichen Thema allmählich auch wegwandert und einfach sich auch mal aktuelle Themen zuspielt, weil es einfach funktioniert. Und da habe ich eigentlich auch Bock drauf. Weißt du? Ja, finde ich sehr cool, finde ich eine sehr geile Idee. Vor allen Dingen, das ist ja auch das, wo ich mich also selber auf meinem Kanal gar nicht so damit befasse, weil es ja sehr, sehr streng, also ne, auf dieses Thematisch Thema. ist. Genau. Ich habe letztens zum Beispiel einen Kommentar bekommen, fand ich cool, da hat mich jemand gefragt, sag mal, wie findest du die Verantwortung in der Musik bei jungen Rappern, die 20 sind und die ganze Zeit von Tilly Dean und irgendwelchen Dingen rappen? Wie siehst du da die Verantwortung? Fand ich einen ultra spannenden, also könnte ich jetzt was dazu sagen, aber ultra spannenden Kommentar, da könnte ich ein ganzes Video drüber machen, ja, wie ich das sehe. Das ist Und ich wollte damit nur sagen, ich merke, dass mein Content dann schon so ein bisschen eingeschränkt ist, dass sich dann manche Dinge nicht gut reinpassen, sage ich mal, tagesaktuelle Sachen reinpassen und nicht so reinpassen und sowas. Deswegen finde ich das immer spannend, darüber auch zu sprechen, weil ich da schon eigentlich viele spannende Themen sehe. Um das abzuschließen zu dem Hip-Hop-Thema, muss ich einfach was sagen. Es ist auch ein Beispiel dieser heuchlerischen Gesellschaft, wo wir auf der einen Seite uns über MeToo unterhalten und dass die Tür aufhalten für eine Frau ein sexueller Übergriff Leid ist. Und auf der anderen Seite kriegen halt solche Leute, die singen, dass Frauen Schlampen sind und das, was weiß ich, halt Musikerpreise. Das ist halt so der Punkt. Weißt du, was ich meine? Ich würde speziell, ich sehe es, ich meine, du bist ja musikbewandert, die brauche ich das nicht zu erklären. Es gibt gewisse Sachen, die finde ich höre auch, ich höre lieber Metal und New Metal und Punk und, aber ich höre auch Rap, gerne auch Rap, aber mehr so ältere, auch deutsche Sachen, so Savage von früher. Und der hat ja auch so Dinger gerappt. Und es kommt drauf an, guck mal, das ist ja sinnbildlich, ich weiß nicht, ob du das weißt, der allerbeste, sagt man ja bis heute noch, Blueprint, deutscher Diss-Rap-Track ist von Kool Savage. Und in diesen 5 Minuten gegen Echo, was er da gerappt hat, ist nicht ein Schimpfwort dabei. Außer
außer ganz zum Schluss, da sagt er ein Wort. Aber es ist nicht ein Schimpfwort dabei. Er sagt noch nicht mal Arschloch. Ja, er sagt auch nicht mal Idiot. Es war ein lyrisches Meisterwerk gewesen. Es geht nicht darum, du musst das nicht benutzen. Und ich bin da auch gar nicht Marius, Polizei. Marius, ja? Es geht nicht darum, hier Bitch zu sagen oder sowas, sondern es geht um ekelhafteste, frauenverachtende Texte. Ich wollte sagen, es gehört dazu, wenn ich sage, fick nicht mit mir, dann weißt du, im Rap-Deutsch heißt es, leg dich nicht mit mir an. So, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Das ist normales, wie sagt man, der genreübliches Dings. Aber ich weiß, was du meinst. Ne? Drogen verherrlicht, Videos auch noch aufgenommen, wo man Drogen konsumiert und so. Und ich weiß selber, wie es bei mir war. Natürlich machst du nicht das eins zu eins nach, aber deine Stars, die haben einen subtilen Einfluss auf dich. Du orientierst dich an den ihren Lifestyle. Ich habe doch damals auch keine Pelle-Pelle-Jeans getragen oder South Pole und Dickies Pulli und Red Cap umgedreht, weil das der Helmut Kohl gemacht hat. Nee, weil das Limp Bizkit gemacht hat. Deswegen habe ich das getragen. Also den Einfluss gibt's doch. Machen wir uns nichts vor. Ja, gut. Stimmt, bei den Drogen war ich es gar nicht, sondern mir geht es ja wirklich um das Frauenthema, weil das triggert mich eigentlich viel mehr, dass das eine echte Heuchelei ist, dass man hier... Kannst du aber übertragen da drauf. Ja, natürlich. Das hat auch was damit zu tun, ja. Aber wir machen hier Schluss. Stimmt das rum? Ja? Okay. Genau. Wollen wir das nächste Mal den Entzug noch besprechen? Werden wir sehen, wie es läuft. Ganz easy. Okay. Ja. Cool. Also wäre so ein Leitfaden, weißt du wie? Mhm. Aber ich mag das einfach links und rechts einfach abzubiegen. Ja, finde ich cool. Finde ich auch spannend. Ja. Erfrischend. Genau. Alright. Gut, weil es auch ein bisschen spät ist. Bitte deine Minute für die Community noch. Ach, jetzt habe ich nichts vorbereitet. Leute, seid nett zueinander. Bald ist Bundestagswahl. Wählt mich. Marius Scholz. Nein, Quatsch. Nein, aber ich nutze tatsächlich, weil es ein bisschen politisch wurde, diesen Moment und sage, Leute, ich sage euch eins. Bitte, ich bin hier nicht. Bitte geht wählen. Das sagt ja jeder, das sage ich auch. Und bitte macht euch eins bewusst, falls irgendjemand das sieht, der die AfD wählen wollte. Ihr seid nicht blöd, ihr seid nicht doof, ich schreie euch auch nicht an. Aber ich sage euch eins, die anderen Parteien, wenn ihr einen Hass gegen die habt oder so, das verstehe ich alles, aber die AfD macht nichts besser. Und das ist keine Protestwahl. Bitte tut es nicht. Und wenn ich einen damit erreiche, der sein Kreuz woanders macht, dann hat sich diese Minute schon gelohnt. Dankeschön. Gut, das war deine Minute. Da gibt es auch keine Widerrede. In diesem Sinne, meine Lieben, ich weiß gar nicht, habe ich diese Woche noch einen Stream? Ich glaube, das war der einzige Stream ist diese Woche. Aber egal. Lieber Marius, du bleibst noch kurz in Leitung. Wir verabschieden uns noch persönlich. Ich verweise nochmal auf meine neuen Mitgliedschaften, die ihr abschließen könnt auf dem Kanal. Da gibt es exklusiven Content aus meiner wilden Drogenzeit. Habe heute schon ein Foto gepostet, wo ich... ja, mir eine fette Bon reinziehe vor 20 Jahren. Also schließt die Membership ab und zieht es euch rein. Meine Lieben, bis später. Passt auf euch auf.